Liebe Brüder und Schwestern, dies trage ich euch auf, liebt einander. So sagt Jesus am Abend vor seinem Leiden seinen Jüngern: Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Ja, an ihm, an Jesus, können wir unsere Liebe messen, unsere Liebe zu Gott und unsere Liebe untereinander. Ja, wer wäre bereit, für einen anderen sein Leben hinzugeben? Nur Gott allein kann letztlich so lieben, sich so hingeben. Und an Jesus wird diese unermessliche Liebe sichtbar, denn er ist sich genau bewusst, was ihm bevorsteht. Er weiß, was die Menschen ihm antun werden, dass sie ihn verurteilen werden zum Tod am Kreuz. Er wusste ganz genau, was ihm bevorsteht, welche Leiden auf ihn warten. Und Jesus geht ganz bewusst diesen Weg, ganz bewusst diesen Weg des Kreuzes, des Leidens, aus Liebe zu uns, aus Liebe zum Volk Israel, aber auch aus Liebe, ja, aus Liebe zur ganzen Menschheit. Er hat auch uns im Blick, alle kommenden Generationen, denn er ist ja der Sohn Gottes. Aus Liebe zur ganzen Menschheit, zu den vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Generationen nimmt er das Leiden auf sich. Aus Liebe ist er Mensch geworden, in allem uns gleich, außer der Sünde. Und Jesus, er hilft uns und schenkt uns seine Weisungen. Und er sagt uns heute im Evangelium: Ja, bleibt in meiner Liebe, wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben. Ja, wenn wir die Gebote Gottes halten, dann werden wir diese Liebe in uns bewahren. Dann werden wir nicht sündigen, denn die Sünde ist es, die uns trennt von der Liebe Gottes. Es ist ja nicht so, dass Gott Bedingungen stellt an uns, die wir erfüllen müssten, um geliebt zu werden. Gott liebt alle Menschen gleich, auch den größten Sünder. Aber wir sind dann nicht mehr fähig, wenn wir in der Sünde sind, auf diese Liebe Gottes zu antworten, ja, sie zu erkennen, sie aufzunehmen. Und wir sollen sie ja weiterschenken an unsere Mitmenschen. Wir sollen sozusagen sein, so wie eine Wasserleitung, ganz offen, die durchströmt wird vom Wasser, die dieses Wasser Gottes weiterfließen lässt. Wenn diese Leitung verstopft ist, wenn sie zugedreht ist, dann kann dieses Wasser, ja, kann diese Lebensquelle nicht weiterfließen. Ja, wenn wir durch unsere Sünden blockiert sind, wenn wir uns sozusagen abtrennen, abschneiden von der Gemeinschaft mit Gott, dann kann der Herr nicht durch uns hindurchfließen, dann kann dieser Geist Gottes, der wie lebendiges Wasser ist, uns nicht durchströmen, nicht weiterfließen über uns zu unseren Mitmenschen hinein in die Welt. Jesus war ganz offen. In ihm wird dieser Lebensquell für uns greifbar. Er hat uns diese Quelle geöffnet, diese Quelle lebendigen Wassers. Er möchte durch die Taufe in uns wohnen und auch aus uns hervorfließen sozusagen, uns durchströmen mit seinem göttlichen Leben, mit diesem lebendigen Wasser des Heiligen Geistes. Nur so können wir Zeugen der Liebe Gottes sein. Wenn wir offen sind für den Herrn, wenn wir diese Gemeinschaft mit dem Vater bewahren und immer wieder erneuern, vertiefen durch das Gebet, indem wir
auch über dieses Wort Gottes nachdenken, es bewahren, es erwägen. Und gerade darin ist uns die Gottesmutter Maria ein Vorbild. Ihr ist ja besonders der Monat Mai geweiht. Es ist der Marienmonat, weil gerade im Mai die Schöpfung, die Natur ihre schönste Blütenpracht entfaltet, sich von ihrer schönsten Seite zeigt und Maria, die frei ist von jeder Sünde, die ganz offen ist für Gott, sie ist diese schönste Blume, die blüht in der Herrlichkeit Gottes. Sie ist frei von jedem Makel der Schuld und in ihr erblüht sozusagen die Liebe und Schönheit Gottes für uns. Sie ist dieses Beispiel für einen Menschen, der Ja sagt zum Willen Gottes, der sich in den Dienst Gottes stellt, der sich ganz hingibt, der ganz offen ist für die Heilspläne Gottes. Und auch wir sollen ganz offen sein für diesen Willen des Vaters, für die Heilspläne Gottes. Deswegen kommt Jesus zu uns, um uns zu befreien von aller Verschlossenheit, von allem, was uns belastet, von aller Schuld. Er gibt sein Leben für uns aus Liebe, damit auch wir erblühen, so wie die schönsten Blumen im Monat Mai, so wie die Schöpfung erblüht. Und wir sollen auch so sein wie eine Glasscheibe, wie ein Fenster. Es nützt nichts, wenn die Sonne herrlich scheint, aber ein Raum keine Fenster, ja keine Türen hat, wenn es keine Glasscheiben gibt, durch die das Licht hereindringen kann. Ja, es nützt nichts, wenn das Licht da ist, aber die Fenster geschlossen sind. So sollen wir ja offene Fenster sein, durchlässig für dieses Licht Gottes, für diese Sonne, die strahlt, für Jesus Christus, der die wahre Sonne ist. Er möchte durch uns hindurch scheinen, hinein in diese oft so dunkle Welt, die oft so von Lieblosigkeit, von Hoffnungslosigkeit, von Egoismus und Gewalt geprägt ist. So sollen wir Licht sein in Christus, der das wahre Licht ist. Licht für unsere Mitmenschen, Licht der Hoffnung, Licht des Glaubens und der Liebe. Und wir sollen sein, ja, ein offener Quell, durch den der Geist Gottes hineinfließt in diese Welt, durch die er strömen kann, hin zu unseren Mitmenschen, zu unseren Brüdern und Schwestern, die dieses göttliche Leben, ja, diesen Gott noch nicht erkannt haben, die dringend unsere Hilfe brauchen, durch die ja Jesus selber unseren Mitmenschen zu Hilfe kommen möchte. Ja, lassen wir uns neu erfüllen vom Herrn, in der Kraft des Geistes Gottes, der uns geschenkt wird, der uns immer wieder neu erfüllen möchte, gerade jetzt bei dieser heiligen Messe, können wir Zeugen dieser unermesslichen Liebe Gottes sein. Amen.